schönen guten Tag auch von mir. Einen herzlichen Gruß von der gesamten Feuerwehr Bonn, der Berufsfeuerwehr und allen anderen 18 Löscheinheiten der Feuerwehr. Ich bin toll, dass Sie das hier machen für die Lengsdorfer Bevölkerung. Und bevor die beiden, die wir jetzt befördern wollen, kommen, nutze ich die Gelegenheit auch gerne, mich bei allen Aktiven, dass er freut sich auch großer Beliebtheit, das ist schön so, mich bei allen Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr hier in Lengsdorf zu bedanken. Ich weiß, aufgrund meiner Tätigkeit, das ist immer ein Gemeinschaftswerk, auch so einen Tag wie heute zu organisieren, um die Verpflegung, um die Bons, um das Loswerfen, um die Fahrzeuge, die Einsatzübungen, müssen sich immer ganz viele Menschen kümmern. Steffi, die kommen hier mit der Feuerwehr zusammen, das finde ich immer ganz toll. Und deswegen vorweg schon mal mein Dank an alle Aktiven, aber auch alle Angehörigen der Jugendfeuerwehr, ihrer Eltern, der Jugendwarte hier bei der Feuerwehr. Stein im Wickel gefunden hat, Stein aufgekommen. Schön, dass Sie trotz Jugendkraft Zeit genommen haben. Ja, wie es halt bei der Feuerwehr so ist, es gibt Leute, die bringen viele Leistungen, absolvieren viele Lehrgänge, nehmen sich viel Zeit überdurchschnittlich für die Feuerwehr, aufgrund Familie, Kinder und so weiter. Das ist ja heute der neue Trend geworden, dementsprechend muss man immer dankbar sein, wenn es Leute gibt, die in ihrem Amt sehr viel Leistung bringen. Und ich möchte heute ausnahmsweise mal den Zeitpunkt nutzen, um zwei Kameraden der Löcher in Lengsdorf zu ehren und mich bei ihnen zu bedanken für ihre Leistung, die sie aufgrund von Lehrgängen erbracht haben. Die Förderung wird dann gleich unser leitender Brandgesetzter, der Herr Jochen Stein, übernehmen. Ich darf mal bitte den Alexander Lotz, Herr Alexander Lotz, bitte vorne zum Aufgabenraum bitte und Herrn David Lohmer. Ich darf jetzt mal den Herrn Lohmer zu mir bitten. Man sieht immer, ich darf die Urkunde mal nehmen an der Anzahl der Streifen, die wir so auf den Ärmel tragen, unseren Dienstgrad abzeichnen, die natürlich irgendwo die Feuerwehrhierarchie auch darstellen und wer wie viel zu sagen hat, na klar, muss mir als Chef hier auch wichtig sein. Aber daran sieht man immer auch sehr schön, bevor man eine solche Urkunde und diese vielen Streifen für das Dienstgradabzeichen bekommt, heißt das für mich immer der Kollege und der Kamerad, der muss schon sehr, sehr viel für die Feuerwehr getan haben, sonst würde er diese Urkunde heute nicht bekommen. Herr Lohmer, ich darf Ihnen die Urkunde verlesen, Bundesstadt Bonn. Der Oberfeuerwehrmann David Lohmer wird mit Wirkung vom 25.08.2012 zum Unterbandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Bonn, Löcher in der Lengsdorf ernannt. Bonn im August 2012. Der Leiter der Feuerwehr, das bin ich. Herr Lohmer, herzlichen Dank für alles, was Sie in der Vergangenheit getan haben. Herzlichen Glückwunsch zu der Urkunde. Aber Sie wissen wahrscheinlich auch schon, wenn Sie so lange dabei sind, das verbinde ich immer mit einem Wunsch, nämlich machen Sie bitte weiter. Herzlichen Glückwunsch. Bundesstadt Bonn, der Oberfeuerwehrmann Alexander Lotz wird mit Wirkung vom 25.08.2012 zum Unterbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Bonn Löcher in Lengsdorf ernannt. Auch dies im August 2012, der Leiter der Feuerwehr. Auch Ihnen, Herr Lotz, vielen herzlichen Dank für alles, was Sie für die Feuerwehr Bonn und hier besonders in Lengsdorf getan haben. Herzlichen Glückwunsch zu der Urkunde und auch an Sie. Machen Sie bitte weiter. Ja, Herr Stein, vielen Dank für die Beförderung. Auch im Namen der Herren Lengsdorf, alles Gute für euch beide. Ne? Und weiterhin toll für euch. Ne? So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben jetzt 16 nach 2. Wir versuchen zeitpunktmäßig gegen 2:30, kurz nach 3, Ihnen auf dem Schotterplatz neben dem Kühlwagen, wo auch unser Durchstand ist, eine kleine Vorführung in Jugendfeuer durchzuführen. Also, wer Interesse hat, in ca. 10-12 Minuten können Sie sich bitte noch einfinden. Dort wird die Jugendfeuer dann eine kleine Schauübung vorbereiten. Alles Weitere werden wir dann gleich besprechen. Ja, aber nicht so anders sein, schon gerne Thank you.
Das ist nur ein kleines Stück.
Wir haben jetzt hier vorne mal einen kleinen Vorführung aufgebaut. Wir sprechen jetzt mal besonders die Eltern der Kinder an. Die kleinen Kinder können auch mitgehen. Es kommt im Alltag immer mal dazu, dass es zu Hause in der Mülltonne brennen kann oder zu einem Fettbrand kommen kann. Also wer mal Interesse hat, mal mit einem Feuerlöscher einen Entstehungsbrand zu löschen, der möchte sich mit hier vorne einführen oder einfinden. Und der Kollege wird dann mal mit den jeweiligen Leuten mal versuchen, einen Löschen zu machen. Vorne! Keine Angst, noch kann nichts passieren. Und mit wenigen Stößen mit dem Wasserlöscher sollte es eigentlich zu Löschen vorkommen. Wie gesagt, wenn Sie zu Hause einen Fettbrand haben als Beispiel in einer Küche, ist natürlich das Allerwichtigste, dass Sie das Wasser vermeiden. Da genügt eine Decke oder auch eine Decke, um den Brand zu ersticken. Hierbei wollen wir ausnahmsweise mal Ihnen zeigen, dass es auch mit Wasser funktioniert. Also der Kollege Keusen hat jetzt die Mülltonne entzündet und wird jetzt mal versuchen, mit dem Jean Miguel das Feuer zu löschen. Geh mal näher ran mit ihm, Martin. Nochmal. Näher ran. Sehr schön, sehr schön. Ein Applaus bitte für den Jean Miguel. Okay. So, der nächste. Der hat Schluss und hat es noch ausprobiert. Guck mal. Ja, okay. Warte mal.